Was soll das werden, wenn es fertig ist? Na, ich bereite mich auf den Vater-Tochter-Ball dieses Wochenende vor. Ich will nicht, dass Evie und ich da doof dastehen. Oh, ich würde mir keine Sorgen machen, dass Evie doof dasteht. Ja. Beno, Troy und ich finden es wirklich fantastisch, dass du bei solchen Anlässen meistens für ihn einspringst. Und Evie freut sich schon ganz wahnsinnig darauf, mit dir zum Tanzen zu gehen. Ach, sie auch? Mhm. Hey, das ist der Höhepunkt des Jahres. Und dieses Jahr habe ich eine ganz besondere Überraschung für sie. Ich habe wochenlang im Fitnesscenter geübt. Ja, für den großen Limbo-Wettbewerb, den sie dort veranstalten. Ja, du solltest sehen, wie tief ich sinken kann. Du-dum, du-dum, du-dum. Also bis dann, Baby. Hey, Katzen und Hühner, Jungs und Jungfrauen, Demokraten und die es werden wollen. Hier ist der weltbekannte DJ. Heil, der Wahnsinns Apple Apple geht. Und wer hat den ersten Wunsch? Schließ bitte die Haustür. Schließ bitte die Haustür. Von wem ist das? Ach, vergiss es. Wie siehst du denn überhaupt aus? Ich bin der Gast-DJ beim Vater-Tochter-Tanz. Ich wurde vom Vorsitzenden des Unterhaltungskomitees gewählt. Oh. Kyle, bist du nicht der Vorsitzende des Unterhaltungskomitees? Oh, halt mich nicht auf. Ich muss noch eine Scheibe auflegen. Evie, ich bin's, Kyle, der Wahnsinns Apple Apple geht. Hast du einen speziellen Wunsch? Oh, ich wünschte, ich wäre nie geboren. Ich wünschte, ich wäre nie geboren, Tom. Mach's gut. Ich mach ja schon. Evie, was hast du? Mom, sei nicht böse, aber ich wäre gerne ein bisschen allein. Oh, ja, natürlich, Schätzchen. Wo gehst du hin? Du hast gerade gesagt, du wolltest allein sein. Ja, und dann lässt du mich mutterseelenallein hier. Das tut mir leid, Evie. Ich konnte ja nicht wissen, dass du mit mir allein sein wolltest. Hast du ein Problem? Es ist wegen des Balls. Ich will nicht mit Onkel Bino hingehen. Och, ist das alles? Keine Bange. Er hat mir versprochen, keinen Breakdance zu tanzen. Nein, es geht nicht gegen Onkel Bino. Es ist nur jetzt, wo ich weiß, dass ich einen fabelhaften Vater habe, würde ich lieber mit ihm hingehen. Oh, Schätzchen, ich weiß, wie du dich fühlst. Aber das Leben ist manchmal voller kleiner Enttäuschungen. Buenas dias, Mädels. Und manchmal von ziemlich großen. Was? Weißt du nicht, dass an der Tür eine Klingel ist? Oh, aber natürlich. Und, um ehrlich zu sein, mir geht das Geklingel auf die Nerven. Warum zeigst du nicht gleich Videofilme und verlangst Eintritt? Was ist da drin, Buzz? Das ist ein Otter. Und was willst du mit einem Otter? Ich will mit ihm auf den Vater-Otter-Ball gehen. Und wir können es kaum erwarten. Buzz, es dürfen nur Väter und Töchter hin. Das ist doch lächerlich. Ich habe keine Tochter. Und selbst wenn ich eine hätte, sie würde hier nicht reinpassen. Tut mir leid, Gwendoline. Wir müssen dein Kleidchen zurückbringen. Und hör auf, deine Schuhe zu essen. Danke, dass ich mal rüberkommen durfte, Evie. Es ist wirklich angenehm, die Hausaufgaben mal an einem ruhigen Platz zu machen. Schon gut, Allison. Also bei mir zu Hause werde ich ununterbrochen von Jungen gestört, die mich anrufen und mit mir ausgehen wollen. Du kannst wirklich von Glück reden, dass du dieses Problem nicht hast. Ach, Evie, weißt du schon, was du zu dem Ball anziehen wirst? Nein, noch nicht. Wollt ihr wissen, was ich anziehe? Nein, nicht unbedingt. Also, Evie, wird denn dein Vater dieses Jahr da sein? Oder willst du den Limbo-Wettbewerb diesmal wieder mit deinem Onkel Bino verlieren? Jetzt reicht's aber langsam, Allison. Du hast mir nicht geantwortet. Wird dein Dad nun kommen, Evie? Oder ist er mal wieder unterwegs in geheimer Mission für den CIA? Hey, die Vereinigten Staaten zu verteidigen ist doch tausendmal wichtiger, als zu so einem blöden Ball zu gehen. Mein Vater würde das auch tun, wenn er schwerkrank mit Windpocken und Röteln im Bett liegen würde. Ach, was soll denn das? Ich wollte Evie doch nicht vor den Kopf stoßen. Hey, jetzt hab ich's. Vielleicht war dein Dad einer von den Typen, die Zigaretten holen wollten und nie wieder zurückgekommen sind. Das ist eine Lüge. Genau, der Vater ist nämlich Nichtraucher, verstehst du? Oder? Hör zu, mein Vater liebt mich. Und wenn du es nicht glaubst, ist es mir auch egal. Und jetzt raus, Allison. Oh, ich glaube, es wird langsam Zeit für mich. Ich sehe dich dann morgen auf dem Vater-Tochter... Ups. Auf dem Ball für Onkel und Töchter. Du hattest mit dem ersten schon recht, Allison.
Denn mein Vater wird dort erscheinen. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Wirklich? Was soll ich denn nun tun? Es wird kein Ende geben, wenn Allison mich ohne meinen Vater auf dem Ball sieht. Augenblick mal. Niemand weiß, wie er aussieht. Ich klebe mir einen Ersatzvater für die Nacht. Einen, auf den alle neidisch sind. Gib mir einen Vater. Einen Vater. Was? Doch nicht so ein Vater. Okay. Ich wünsche mir eine Kreuzung zwischen Bruce Springsteen, Steve Martin und, damit er auch gut aussieht, ein Hauch Ward Cleaver. Wally? Was soll denn dieses Kleid? Vergiss den Cleaver. Hey, hey, hey! Dein Daddy ist zu Hause. Okay, Dad. Lass es uns noch mal durchgehen. Dein Name ist... Einen Augenblick mal. Ich fliege gerade ein Jet mit 350 Passagieren. Und ich brauche nur noch sicher anzukommen. Ups. Oh Mann, schon wieder verloren. Okay. Dein Name ist? Troy Garland. Und der Name deiner Frau ist? Donna Garland. Perfekt. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Eva. Evie. Richtig. Und ich habe einen Schwager namens Bino. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das gemerkt habe. Oh nein, Onkel Bino. Ich hätte ihn fast vergessen. Wie soll ich es ihm nur beibringen? Er ist so schrecklich empfindlich. Ich muss meine Worte sehr vorsichtig wählen. Sag ihm, du gehst mit jemandem hin, der lustiger ist. Ich will dir doch nur helfen. Oh. Hallo? Ist dort Grete Weiser? Nein, ich bin's, Ivy. Ivy, du klingst so furchtbar. Was ist los? Ich bin krank. Krank? Naja, wie auch immer. Ich kann jedenfalls auf den Ball heute Abend nicht kommen. Es tut mir leid. Das macht nichts. Ist doch nicht deine Schuld. Also, gute Besserung, Schätzchen. Okay. Ärgerst du dich auch wirklich nicht, dass wir nicht zusammen auf den Ball gehen? Natürlich nicht. Hey, Ivy, mach dir bitte keine Sorgen. Ich sag dir das mit heute Abend, habe ich schon fast vergessen. Bis dann. Mach's gut. Absoluter Totentanz. Komm, Kleines, wir bringen mal ein bisschen Leben in die Bude. Wo gehst du hin? Entschuldigen Sie. Oh ja, hallo, hi, ihr seid's, hi. Wollen wir nicht mal tauschen? Hey, das würde es in der Tat. Das hier ist mein Ding, Kumpel. Und du kannst erzählen, was du willst, ich rück nicht von der Stelle. Die Braut da drüben am Karpfenstand hat nach Ihnen gefragt. Sei bitte vorsichtig mit der Anlage, ich wollte sie morgen zurückbringen. Alle mal herhören! Was tust du denn da? Dir einen Abend verschaffen, den du nie vergessen wirst. Ich bin Roy Garland und das ist meine kleine Tochter Mimi. Mimi. Ich möchte alle versammelten Dads auffordern, herzusehen und hinzuhören. Denn ich werde euch jetzt zeigen, wie übel ein Dad auch werden kann. Also... Oh, Party! Party! Yeah!
bedauerlicherweise. Er ist der Tollste. Du findest ihn toll? Natürlich. Alle finden ihn toll. Sieh ihn dir doch an. Ich wusste, es war eine gute Idee. Schönen guten Tag, mein Mauerblümchen. Buzz, was machst du denn hier? Nun, ich wusste ja, du würdest nicht auf den Ball gehen, weil du eben keinen eigenen Otter hast. Also habe ich mir gedacht, ich bringe die Party zu dir und präsentiere dir Senior Buzz, das fliegende sensationelle Unterhaltungscenter. Was? Der große Buzz zeigt dir eine Show von mindestens 8 Stunden. In weniger als 30 Sekunden. Zuerst ein Zauberkunststück. Nimm dir eine Karte. Irgendeine. Es ist das Ass, das Pik-Ass. Einfach grandios. Danke sehr, danke, danke, danke vielmals. Das ist das erste Mal, dass der Trick funktioniert hat. Die nächste Attraktion braucht etwas Zeit. Der große Bass präsentiert die brennenden Möbel der Donna Garland. Bass, Bass. Es war toll, aber nun reicht's wirklich. Zähes Publikum. Na, Schwesterchen, wie geht's dem Patienten? Du hast ihn gerade gesehen, was meinst du? Bino, was machst du denn hier? Ich wollte Ivy ein paar Comichefte vorbeibringen, so wie Mama es immer getan hat, als wir krank waren. Ivy ist nicht krank. Sie sagte mir, dass sie mit dir zum Ball gehen würde. Was? Oh, komm schon, Bino. Wir gehen jetzt hin und sehen mal nach, was da los ist. Okay, du bleibst hier. Ich gehe Mama anrufen. Wir werden dich in die Garderobe hängen, genau wie letztes Jahr. Danke für das Nähzeug. Nicht zu danken. Ich hätte meinen Auftritt eben nicht mit einem Spagat beenden sollen. Na, Ivy, wenn dein Dad diesmal wieder nicht unten durchkommt, gewinne ich und du verlierst wieder. Dieses Jahr nicht, Allison. Wir werden ja sehen. Kannst du das auch? Hey, hat es denn heute irgendwas gegeben, was ich nicht konnte? Außer meinen Namen zu behalten. Ach, mach dir doch bitte keine Sorgen, Didi. Ich war früher mal ein Hochsprungtalent. Ach, nein, Dad. Du musst unten durch. Unten. Unten durch? Los, komm schon, Dad. Du schaffst es, Dad. Dad? Ja. Wahnsinn. Hier ist Trollgarden! Nur nebenbei, ich hasse Floyd Garland. Ich möchte dir meine Mutter vorstellen und meinen Onkel. Ah ja, Sie sind also Dora und Dino. Ich habe das Gefühl, als ob wir uns schon ewig kennen. Ich freue mich wirklich, dass es dir schon sehr viel besser geht, Ivy. Ich kann alles aufklären, Bino. Da gibt's nichts aufzuklären. Es war dir offensichtlich zu peinlich, mit mir auf der Party gesehen zu werden, dass du lieber mit einem völlig Fremden hergegangen bist. So war es doch, gib's zu. Also, ich kann's verstehen. Nein, so war's nicht. Hey, Ivy, jeder Vater muss damit fertig werden, dass sein kleines Mädchen groß wird und ihn nicht mehr braucht. Glücklicherweise bin ich nur dein Onkel und deswegen macht es mir auch nichts aus. Der macht ja fast den Eindruck, als wäre er eifersüchtig. Wer ist dieser Kerl? Nur jemand, den ich an der Stelle hergegliebt habe. Mhm. Na, dann glieb ihn wieder zurück. Oh, das ist ja eine tolle Scheibe. Mach's gut, Dad. Wiedersehen, Ivy. Hey, diesmal lag ich richtig. Ivy, du schuldest mir eine Erklärung und ich möchte sie jetzt hören. Hallo, Mrs. Garland.
Wow, ihr Mann ist der Größte. Ah, sie hat recht, Donna. Er ist amüsant, gut aussehend, talentiert. Bis auf mich kenne ich keinen wie ihn. Und mir tut's wirklich leid, dass ich gesagt habe, dass dein Vater dich immer im Stich lässt. Er ist genauso toll, wie du es uns immer erzählt hast. Nein, es war nicht wirklich mein Vater. Was? Nun, was Evie meint, ist, dass es mit ihrem Vater nicht zum Besten stand. Oh, er war heute nicht so gut drauf. Er ist gewöhnlich doch viel lustiger und charmanter. Wo ist er überhaupt? Deswegen kam ich ja hier rüber. Der Präsident rief an, ja, und er musste sofort seine Sachen packen. Es war sehr wichtig. Oh. Was soll's, Mädels? Ihr habt doch noch mich. Wir werden alle nicht jünger. Hm. Wieso hast du mich verteidigt? Ich dachte, du bist sauer. Das bin ich auch. Evie, du hast mich ganz schön belogen. Du hast Onkel Beno wirklich wehgetan. Aber ich glaube, ich verstehe, wieso du es getan hast. Und nebenbei gesagt möchte ich nicht, dass du eine Ersatzmutter hergibst. Es gibt keine Macht auf der Welt, die das könnte. Ich liebe dich, Mom. Ach, weißt du, ich liebe dich auch. Phoebe. Ein Ersatzvater, hm? Und, wie war er? Also, er sah sehr gut aus, war lustig und ein großartiger Tänzer. Nicht so einer wie du. Danke, Evie. Ich meine, er war nicht warmherzig, liebevoll. Und vor allem war er nicht mein Vater. Evie? Oh. Bist du bereit? Das ist Onkel Beno. Alles klar. Ganz schön fertig. Entschuldige, dass ich dir wehgetan habe. Ich glaube, ich bin ein Glückskind. Mit Dad auf Antarius und dir auf der Erde habe ich doch das Beste aus beiden Welten. Kannst du mir verzeihen? Aber natürlich, du kleines Ungeheuer. Ich habe noch was aufgehoben für dich. Wirklich? Was? Den letzten Tanz. Na, was meinst du? Good night, sweetheart. Tell me tomorrow. Good night, sweetheart. Sleep that is all.